Wackenradio präsentiert den Hämatom-Beichtstuhl. Der freakige Podcast von und mit Hämatom. Nur live auf Wackenradio und unter hämatom.de. Hey Leute, wir sind's mal wieder, euer Hämatom mit dem wöchentlichen Podcast, mit dem wichtigsten größten, stärksten Podcast, den es auf dieser Welt gibt. Besonders heute hier direkt vom Wacken Festival. Ich kann rausschauen und sehe ganz viele Festivalbesucher. Ich kann rausschauen. Eine kleine Anspielung. Wir waren gestern Abend, sind wir angereist und haben es uns tatsächlich bis heute früh um 8:30 besorgt. West ist immer noch verschwunden. Wacken, wenn du West findest, spuck ihn wieder raus. Deshalb muss, wie heißt du schon wieder? Der Sebastian. Der Sebastian heute die Westrolle übernehmen. Sebastian hat uns aber versprochen, er fühlt sich praktisch in die Rolle der Siri ein. Ich bin vorbereitet. Ja, also man merkt schon auch von der Tonhöhe. Genau, haut's eigentlich ganz geil hin. War fast vielleicht noch ein Ticken zu viele Emotionen, aber es wird bestimmt noch straighter werden. Schaffst du es noch ein bisschen tiefer? Natürlich. Das ist gut. Genau, dann lass uns starten, oder? Bevor ich hier komplett umkippe und kollabiere. Gibt's die erste Frage? Afri-Cola oder Coca-Cola? Leute, wir sind auf Wacken, ihr seid doch bescheuert. Sorry, wie heißt du nochmal? Klaus. Klaus. Das ist eine Frechheit, finde ich, die Frage. Wir sind heute auf Wacken. Auf Wacken stellt man die Frage, Jägermeister Bull oder Jackie Cola? Meine Antwort ist auf jeden Fall Afri-Cola. Nein, ich antworte auf diese Frage nicht. Ja, du kannst doch Afri-Cola mit Wodka mischen und dann hast du eine ziemlich leckere Mischung. Warum bist du für Afri-Cola? Ich bin immer für Afri-Cola, schon immer gewesen. Weil? Großer Afri-Cola-Fan. Es fängt an der Flaschenform an und hört an der Flaschenform auch auf. Nee, die Flaschenform, die begeistert mich ausreichend. Nein, Coca-Cola ist tatsächlich, auch wenn ich es ungern sage, das geilste Produkt der Welt. Das ist so. Es ist kalte Cola aus der Dose, dazu einen Döner. Es gibt nichts Geileres. Jedenfalls wollte ich auf diese Frage gar nicht antworten. Ich bin für Jägermeister Maracuja. Alles klar. Auf jeden Fall. Ich sehe aus der Ferne gerade einen Gast kommen. Wir sind gespannt, wer es sein wird. Nee, wer verraten soll. Wer ist es denn? Ich wollte noch ganz kurz sagen, ich habe mal in Ostdeutschland gespielt und da wurde die Coca-Cola als Imperialistenpisse bezeichnet. Finde ich großartig. Imperialistenpisse? Ja. Die trinke ich jeden Morgen zum Frühstück. Das stimmt. Ich trinke Kaffee, du trinkst wirklich Coca-Cola zum Frühstück, was ich auch pervers finde. Ich wusste gar nicht, dass das aus dem Osten stammt. Haben wir einen Special-Gast hier? Ja! Thomas ist in the house. Moin. Wir begrüßen unseren Special Guest. Wir sind live, ja? Du kannst jetzt richtig schön fluchen. Moin. Hier, nimm Platz. Oder willst du dich so sängermäßig ein bisschen hinstellen? Und ja. Wo ist das Publikum? Für die, die es nicht sehen können, er hat jetzt ein Handmikrofon in die Hand genommen und geht jetzt hier so ein bisschen so Frontmann-mäßig ab. Ist ein bisschen frischer, ne? Ja, ist ein bisschen schattig. Ja, Leute, also, falls ihr es noch nicht, hast du schon gerade erklärt, wer da ist? Ja, der Thomas der Besitzer, der Weltherrscher über Wacken. Geht's dir gut, Thomas? Ja, noch her. Ja? Ja. Wie bist du zufrieden bisher? Ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Also, geile Stimmung, finde ich. Es regnet wie immer, oder? Ja, es regnet Hunde und Katzen, ist super. Wahnsinn. Und ja, super. Ist ja im Prinzip ein ganz neuer Zustand für euch, sozusagen mit Sonne umzugehen, oder? Also... Die letzten Jahre. Na, das kannst du so nicht sagen. Wir sind eigentlich Sunny Boys und wir haben sehr viel Erfahrung mit Sonne. Nur wir hatten die letzten 3 Jahre wenig Gelegenheit, diese Erfahrung auszuleben. Ja, das ist richtig. Ich war letztes Jahr da bei allen Mädchen und da warst du wirklich bis zu den Knien in der Scheiße gestanden. Das war schon hart. Aber musst du durch, oder? Da musst du durch und da muss ich auch sagen, Iron Maiden war gigantisch. Auf was freust du dich dieses Jahr? Oh, ich habe ganz viele Sachen. Heute natürlich Priest. Auf jeden Fall. Es gibt aber auch immer abseits der großen Bühnen viele Sachen. Also gestern hatte ich Stiff Little Fingers, alte Punk-Heroes von mir. Sepultura haben das Zelt in Schutt und Asche gelegt. Ja, warst du dort? Hast du es mal angeschaut? Ja, ja. Wie fandest du es? Zwei Songs habe ich gesehen, weil ich immer mit irgendwelchen Deppen Interviews machen muss. Ja, ja, ist zum Kotzen. Ihr kennt das, oder? Geht mir genauso. Da will immer irgendeiner, dass man was erzählt und so. Aber was macht man nicht alles für Geld? Ja, genau. Apropos kleine Bands, wir haben gestern Abend das große Vergnügen gehabt, Butter bei die Fische zu sehen. Ja, das war der Oberknaller, Alter. Das war der Wahnsinn, wirklich. Der Sänger, wie heißt der nochmal? Ich frage mal meine Sekretärin.
Ist das Bude, natürlich, deswegen heißt die Bette auch Bude bei den Fischen. Ist das Timsen Siebenbrauner? Ja, ja, genau. Oh, schön. Der hat wirklich alles gegeben, muss man sagen. Der hat gegeben. Um sein Leben performt, gesungen, gespielt, wie es auch immer. Es war leider eine ganz andere Mückenstiche, Alter. Es war, das gibt's doch. Ja, ja, es ist, die Welt ist ungerecht. Ja. Es war leider nicht ganz so viel los, aber der hat wirklich Vollgas gegeben. Das war großartig. Ah, cool. Und sag mal, bei dir an dieser Stelle jetzt, hast du Zeit rumzulaufen und dann zu sagen, Mensch, ich habe jetzt Bock auf Act A, B, mir den anzuschauen? Hast du diese Ruhe, die Zeit? Die ja, selbstverständlich. Also ich gebe dir... Also alles ist in trockenen Tüchern für dich? Und dann das Secret ist, du musst die Locations, wo du diese lästigen Interviews machen musst, die musst du möglichst weit auseinanderlegen. Dann hast du genug Zeit, also vom Rest was mitzukriegen. Das hat 29 Jahre gedauert, bis ich die das Platzierung raus hatte. Die Platzierung ist das A und O, meinst du? Ne? Und euch erzähle ich das jetzt schon, weil ihr habt ja auch große Veranstaltungen. Ne? Ja, wir haben auch eine große Veranstaltung. Genau. Das heißt, also die Pressecontainer werde ich dann möglichst weit aufbauen. Weit auseinander. Alles klar. Und dann auch immer so, dass zum Beispiel die... Also direkt an den Damentoiletten immer vorbeigehen müssen. Managements, Orga, dass die dich natürlich auch nicht am Arsch kriegen. Ja, unbedingt. Top Secret ist auch, wenn... Vom Bund, ne? Also wenn du immer ein Mikro zuhalten vom Funkgerät und sagen, konnte sie nicht aufnehmen. Funktioniert. Stimmt das, dass du gestern gegrillt hast? Ja, ich glaube, ja. Ja, ne? Ja, du hast gestern gegrillt. Ja, ja. Das finde ich mega geil. Ich habe es leider verpasst. So lange her. Mir ist gestern kein Steak angeboten worden. Es gab auch kein Steak. Das Fest ist mit Bratwurst groß geworden und das Fest, solange ich dabei bin, wird mit Bratwurst untergehen. So ist es. Saugeil. Leo hat davon gesprochen. Hast du eine Bratwurst gekriegt? Natürlich hast du eine Bratwurst gekriegt. Natürlich hast du eine Bratwurst gekriegt. Du hast dich geweigert und ich habe sie dir aufgezwungen. Mal, Leo ist übrigens unser Management, der sich auch versteckt hat in dem Container. Was ich heute früh für eine Mega-Zahl gehört habe, ich habe heute gehört, du kannst jetzt sagen, ob das stimmt oder nicht, dass das Wacken-Au-pair ein Fünftel des Bruttoinlands, Moment, jetzt mal aufgeschrieben, Produkts von Schleswig-Holstein erwirtschaftet im Jahr. Ist das krass? Sag ja. Sag ja, ich sag gerne ja, aber das gilt es zu überprüfen. Ja, du, mich interessieren keine Fakten. Ich strotze vor Halbwissen. Deswegen, genau. Ich baller das einfach raus. Dann wird das stimmen, aber ein Fünftel des. Habt ihr keine Firmen hier? Oder was ist los in Schleswig-Holstein? Naja. Oder seid ihr wirklich so fett? Das ist ja unglaublich eigentlich, oder? Ja, wir haben ja das große Nichts und das große Nichts muss kultiviert werden. Ich finde das gut, dass wir das große Nichts haben. Das werdet ihr noch sehen. Da werdet ihr euch noch nachsehnen nach dem großen Nichts und dann werdet ihr alle hierher kommen. Und dann was ist das große? Jetzt, ja, die Weite. Ach so, die Weite. Ja. Klarer Horizont, wie man in Nordrhein-Westfalen. Aber erschrickst du manchmal, wenn du so übers Gelände läufst? Erschrickst du da manchmal und denkst du, leck mich am Arsch, was ist da passiert? Ja, haben wir ja nie zu Träumen gewagt und haben wir auch nie so geplant. Ne? Also das muss man ja auch fairer halber sagen. Da gab es ja wenig Masterplan bei uns. Ich gebe immer noch keinen Masterplan, ich suche immer einen. Also was mich dabei beeindruckt, wenn ich so rumlaufe, ist, dass das alles funktioniert. Ne? Ja, also, du, warum? Mich auch. Also warum du, kommt er jetzt ich wieder Ich mach das ganze Jahr nichts, dann komme ich hierher einmal im Jahr und es läuft. Ja, mich auch. Woher weiß jetzt der Bauzaunbauer, dass er jetzt hier einen Bauzaun hinstellt? Wo hört das Gelände auf? Fängt es an und hört es auf? Das ist echt, das Die haben auch schon mal durchgebaut. Bis zum Kanal. So, sag mal, wir sind im anderen Bundesland angekommen. Sollen wir jetzt aufhören? Na, bau einfach weiter. Aber das ist das Gute bei uns. Ne? Schleswig-Holstein, das Land zwischen den Meeren. Also du hast irgendwann... Du hast eine natürliche Grenze. Irgendwann merkt auch der größte Experte, ist zu Ende. Ja, außer du expandierst einfach nach Dänemark genau. Aber was ja, okay, das ist die Nord-Süd-Achse. Da, ja, okay, da geht da noch was. Da ist noch na gut, du hast unten die Elbe und oben hast du die Dänen, haben ja schon... Flüsse? Ja, die Flüsse nicht, aber die gucken schon, wer da kommt. Ne? Ja. Man kann natürlich auch so einen Flugzeugträger, vielleicht so einen ausrangierten Flugzeugträger irgendwo einkaufen und dann irgendwie dann so das erweitern, das Areal. Ja, und dann sozusagen immer rumschwimmen lassen. Also dann kann man damit gute auch Idee. Mal anders aber was gute ich, Idee. Ich will, nicht so laut sagen, dann passiert es. Klingt auch nicht so größenwahnsinnig, finde ich. Also ja. Das klingt nach einem Hämatomplan. aber ich will jetzt nicht komplett reinschleimen. Ich muss aber echt sagen, jedes Mal, wenn ich herkomme, bin ich einfach begeistert und es ist zu Recht das Geisterfestival. Ja, ich sag der Welt. Absolut. Ich habe noch nicht alle gesehen. Ich habe schon viele gesehen, aber alle habe ich noch nicht. Ich war letztes Jahr auf, erzähle ich an dieser Stelle immer ganz gerne, ich war letztes Jahr als Gast, weil mich das Management nicht auf dieses Festival gebucht hat. Ich bin gespannt, wo du bei warst. Bei Rockin' Park. Und es war verfickt langweilig. Hörst du mir zu, Thomas? Oder schreibst du nebenbei deine Nummer weiter? Nee, nein, ich find Rock am Ring super. Rock am Ring war ich noch nicht. Die müssen, oder wo warst du? Ich war im Park. Und ich fand's scheiße. Das ist schon gut. Das müssen die alles so lassen, wie das ist. Es halt weil ihr dann einfach abhebt. Es ist halt steril und das ist keine Liebe zum Detail. Ne? Also hier ist ja wirklich Liebe zum Detail. Also muss man wirklich sagen, das siehst du an jeder Ecke. Das sag mal, Spaß. Sehen uns die Leute eigentlich von draußen oder ist das so eine Hoffentlich eine nicht. Ja? Scheiße.
Aber ja, du siehst, wie wenig Interesse der Rest der Welt an uns hat. Oder? Na, wir können jetzt unseren Zuhörern, die sehen es ja nicht, was anderes erzählen. Kennt man dich eigentlich, wenn du durchs Gelände läufst? Zwei, drei kennen mich. Schon. Ja. Ich sag dann immer, bekannt aus Funk und Fernsehen. Ich hab auch ein Bild gestern irgendwo von dir gesehen. So eine Zeichnung, ne? Ja. Sag mal, normalerweise funktioniert es bei uns so, dass der West in Form des Sebastians, glaube ich, oder? Stellt immer die Fragen. Also hauen wir mal eine raus. Was waren eure größten Jugendsünden? Ein Einhorn-Tattoo auf dem Allerwertesten zum Beispiel? Unsere größten Jugendsünden in Bezug auf das Festival? Oder? Ich glaube, überhaupt. Wir schämen uns ja eigentlich für nichts. Also wir sind überhaupt nicht. Wir waren und wir sind immer hemmungslos. Und also wir schämen uns eigentlich für nichts. Ich habe alles gemacht. Also Details? Tournee mit Marianne und Michael. Wirklich? Ja. Als was? Ja, als Veranstalter, Stagehand, Kartenabreißer. Playback-Schlagzeuger. Und Leo, warst du da dabei? Schon? Nee, Leo war noch, der hat da noch in die Windel geschissen. Aber mit der Klingel um Tannenbaum wieder, bestimmt. Macht's wieder. Also auch das, das hat auch Spaß gemacht. Also ehrlich jetzt. Ja, kann ich mir tatsächlich vorstellen. Aber ist es so, dass die sich wirklich so zoffen hinter der Bühne und so? Mariano und Michael? Gesoffen. Nein, zoffen. Also das ist da richtig. Ja, überall. Das ist, genau wie jeder andere Künstler. Ist jetzt nicht unbedingt, wovon ich mir eine CD kaufe, aber produktionstechnisch und so, das ist schon sehr effizient, was die. Total, aber gibt es die überhaupt noch? Keine Ahnung. Weil sie einfach nicht wissen, also wenn ihr uns jetzt hören, Gruß, also wir haben auch Spaß gehabt, auch vor allem mit der Crew, das ist ja im Rock'n'Roll, du kannst ja das komische Zeug aufbauen, Boxen sind Boxen, ja, und Lampen sind Lampen, ist ja so. Eben. Also wobei natürlich das schön ist, wenn du irgendwas machst, wo auch echt dein Herzblut dran hängt, also bei mir ist das immer das so. Das war ja bei Marianne und Michael auch der Fall, oder? Ja, aber wenn du eine Band hast, wo du dir wirklich das eine Vinylplatte gekauft hast, was bei mir, dann ist das natürlich nochmal was ganz anderes. Gibt es eigentlich in dem Zusammenhang noch irgendeine Band, die du unbedingt auf Wacken? Ich weiß, die Frage hast du wahrscheinlich schon eine Milliarde Mal beantwortet. Ah ja, klar, gibt's eine Band, die du unbedingt nochmal sehen willst? Ja, da gibt's noch. Sag zwei oder drei bitte. Ja, mit Metallica, Manowar, alle mit M irgendwie. Aber alle mit M. Alle mit M. Hämatom zum Beispiel. Hämatom, ja, aber ihr kommt ja, euch werden wir ja nicht mehr los. Ja, das ist ja die Scheiße. Aber das ist ja das Schöne. Das ist ja so, wie Mickey D gesagt hat. Wir fliegen auf der Scheiße. Das lieben wir eigentlich. Ja, wir lieben das ja eigentlich, wenn Freunde dann irgendwann immer mal wiederkommen. Lemmy war ja auch, glaube ich, unzählige Male da, oder? Ja, unzählige. Also, und das ist eigentlich ja das, dieses familiäre, dieses Zusammentreffen. Total, das spürt man auch hier. Und also ich sehe das nicht als negativ. Ich finde natürlich auch, wenn die Bands es gut machen, dann ist ja jede Performance auch einzigartig. Na, und da kommt ja auch darauf an, was der Künstler draus macht oder an Produktion mitbringt oder welche Setlist er spielt oder wie er drauf ist. Also deswegen, ich finde, ich könnte nächstes Jahr nochmal Stiff Little Fingers hören oder was weiß ich. Also, okay. Okay, nächste Frage, haben wir noch eine? Haut mal eure besten, schlechtesten Anmachsprüche raus. Zum Beispiel, zeigst du mir deine Muschi so oder muss ich erst mit Breckis rascheln? Hattet ihr damit schon Erfolg? Sowas machen wir doch nicht. Ich glaube, meine kompletten schlechtesten Anmachsprüche bin ich gestern Abend losgeworden im VIP-Zelt. Ich habe keine mehr. Das stimmt. Drauf. Ich kenne einen, den habe ich aber nicht gebracht. Aber ich weiß von einer Freundin, die hat mal einen Typ kennengelernt, der dann gesagt hat: Kannst du auch mit Messer und Gabel umgehen? Können wir mal essen gehen? Den fand ich gar nicht so. Was? Sorry, ich komme nicht mit. Naja, 1 plus 1 ist 2, also. Kannst du auch mit Messer begriffen. Okay. Kannst du mal mit. Hä? War ich so dicht gestern? Was ist das? Kann ich mit Messer und Gabel umgehen? Du fragst die Alte, kannst du auch mit Messer und Gabel umgehen? Und wenn die dann sagt, ja, ich, ne, dann können wir ja mal essen gehen, Mann.
Ich hatte eine ganz große Anmache, da wurde ich dann leider von meinen Bandkollegen belächelt, sonst hätte sie funktioniert. Und dann habe ich die Barfrau gefragt, ob sie mit mir Döner essen gehen will. Ich war dabei, das war eine großartige Szene. Es hätte funktioniert, ich hätte sie rumgekriegt, aber da haben alle so laut gelacht. Döner macht schöner, oder? Nein, sie hat nicht mal geantwortet, sie hat sich einfach umgedreht. Und das war echt eine geile Alte in Berlin, im K17. Kannst du das K17 in Berlin? Ja. Gibt's, glaube ich, nicht mehr. Ich dachte, ich bin eine Kreativitätsstufe weiter und Drinks einladen ist langweilig, Döner. Second Floor oder so, eine ewig geile Alte, schwarze lange Haare und so. Und er geht hin, sag mal, hast du Bock, mit Döner essen zu gehen? Ich schaue den an, dreht sich um, das war's. Ey, ich das ist eben ich hab ein bisschen abgefallen. Currywurst in Berlin, Currywurst. Ja, du hast mir wieder den Fehler gemacht. Wurst? Es war die Wurst. Leo gestern versucht zu verwenden. Wurst, Alter. Ohne Wurst geht hier nichts. Ohne Wurst geht hier nichts. Ich freue mich, muss ich auch sagen, auf eine Wurst nach dem Podcast. Hast du einen Essenstipp für heute? Also, was man unbedingt holen sollte zu essen? Zu essen? Ja, armenischer Fleischspieß. Oh, habe ich gesehen. Ist geil. Super Typen. Ich durfte auch mal drehen. Geil. Echt. Sehr gut. Alle hin zum armenischen Stand. Ja, das ist super Typ. Im Wikingerdorf, oder was? Ja, klar. Du weißt doch, was meinst du, warum das so lange gedauert hat, bis ich hier war? Noch dreimal beim Armenier. War das im Wikingerdorf? Dann muss das Fleisch wieder gedreht werden. Nee, ist Foundation Area. Okay. Ja, so Höhe Foundation. Kannst du dir zeigen, ich bin vorbeigelaufen. Ach, du kennst das schon wieder. Echt geile Typen, geile Crew. Ja, ich durfte nicht drehen. Sag ich hier, seid ihr auch wirklich Armenier? Also nicht hier, dass das irgendwie fake ist und so. Nee, wirklich Armenier, wohnen jetzt in Hannover. Hat auch seinen Sprengstoffgürtel sofort gezeigt. Die Frage scheißegal, aber... Woher kommt das Fleisch? Aus Armenien, ist mir doch egal. Also das Fleisch sah geil aus, geile Qualität, geile Spieße, super. Wir hatten ja das Gehen wir hin. Vergnügen irgendwann mal von Herrn... Hat auch vegetarisch und hat auch vegan, er hat alles. Man muss an dieser Stelle sagen, dass Herr Jensen tatsächlich gar kein Kostverächter ist, sondern ein richtiger Schleckemäulchen, würde ich sagen. Er hat uns letztes Jahr, hatten wir das große Vergnügen, von ihm begrillt, vor zwei Jahren war das, glaube ich. Vor zwei Jahren begrillt zu werden, das war der Hammer. An dem Tag hat Deutschland gegen Polen gespielt. Mich hat das null interessiert, wir waren immer oben. Das muss schon drei Jahre hier sein, ne? Ja, und er hat uns, das war unfassbar. Nee, er kann echt sein, es ist schon drei Jahre. Das waren zwei Jahre, weil das war die EM und jetzt war die WM. Also jetzt sind zwei Jahre. Streber. Danke. Das machen wir mal wieder. Das machen wir wieder und ich war fast so ein bisschen berührt, als wir dann oben saßen. Aber dürfen wir überhaupt mitmachen, nachdem wir so verkackt haben? Besser nicht. Du meinst, wir sind für immer raus? Also ich finde, ohne Üsel geht sowieso nicht weiter. Deswegen, also entweder er kommt zurück oder ich schaue mir kein Deutschlandspiel mehr an. Wahrscheinlich nicht, nee. Oder als Nationaltrainer, das wäre geil. Geiles Comeback, Üsel als Nationaltrainer, oder? Das wäre eigentlich eine Idee, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Und dann geht ab, die Luzi. War auf jeden Fall ein wunderschöner Grillabend, will ich nochmal sagen. Hier direkt am Meer, unfassbar. Total geil. War gut, ja. Großartig. Hat mir auch gut gefallen. Highlight der Woche. Das Highlight der Woche. Ja, hallo. Dass ihr gekommen seid, oder? Also hier in dem gut gechillten Container, ein nettes Gespräch unter Freunden, das ist das Highlight der Woche. Absolut. Also mehr geht auch nicht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Alle drei einig, ja. Und das Ganze auf dem Wackenfestival hier. Super. Müsst ihr noch was verkaufen? Eine CD? Nee, das machen wir. Wir versuchen das komplett zu trennen. Wir versuchen zu trennen, dass wir bald auf Tour gehen, dass wir eine neue CD draußen haben, dass wir heute Nachmittag Premiere des Lichterloh-Videos feiern hier. Das erwähnen wir niemals. Ich hab's schon gesehen. Und dazu gibt's auch noch eine Picture. Ja, klar. Der schickt mir ja mal alles. Danke, Thomas. Das hast du freiwillig gesagt, oder? Nein. Steckt dir der Leo so nebenbei immer so einen Zehner rein? Nee, morgens rufe ich ihn immer an zum Frühstück und gibt's schon was Neues. Was macht Hämatom? Oh, das schmeichelt mir jetzt. Ja? Haben alle die gestrige Nacht überlegt? Ja. Alle bis auf Fest. Was bei euch ja nicht selbstverständlich ist. Nicht selbstverständlich, ganz genau. Deswegen, das ist das Gute mit den Masken, wir tauschen immer so. Nach jedem Wackenfestival muss immer ein neuer Musiker gesucht werden. Ich habe das Konzept schon verstanden. Ja. Wir haben uns vorgenommen, so eine Generationsband zu machen. Weißt du? Ja, das ist geil. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass er grillt am armenischen Stand. Also, dass er sich sozusagen verloren hat. Das wird mein Highlight der Woche, glaube ich, sein. Der armenische Fleischspieß. Ja, geht da mal hin und grüß ihn. So, ich habe den Namen auch irgendwo, aber es ist... Muss man hier Andrea oder Vanessa mal fragen. Ja, den Namen auf. Geile Typen. Okay. Haben wir noch einen? Wollt ihr die ganze Scheiße noch ewig durchziehen und irgendwann als Rockopas auf der Bühne stehen? Oder werdet ihr vorher euren Hut nehmen, neue Freaks unter die Masken stopfen und gehen? Letzteres, was ich bei Hämatom. Bis zum, ja, also wir auch, ne? Ich mach, das ist das Gleiche, finde ich. Ja, das ist ja genau das Gleiche. Ja, das Gleiche. Also, ihr macht Rock. Also, wir wollen eigentlich es. Mit dem Rollator, mit dem Rollstuhl, mit der Bahre oder am Tropf oder so, wollen wir am liebsten noch auf die Bühne, so. Holger und ich. Aber wir wollen auch
sinnbildlich neue Freaks in die Masken stopfen. Also wir suchen Leute, die die Fackel weitertragen, irgendwie das Erbe anfangen, passing the torch on, was der Engländer sagt, oder keine Ahnung. Aber sowas wollen wir schon gerne machen. Okay. Also wir wollen... Wir so einen sauberen Übergang irgendwann machen? Nein. Also so nee, übergeben nee, und so? Nein. Sauber ist sie nicht. Sauber können wir nicht so gut. Nee, wir können ja auch, also ich kann ja top delegieren und habt ihr ja gesehen, ne? Also ja. Aber Holger kann ja nicht, auch nichts abgeben und das ist ja so unsere Kombination. Da müssen wir erstmal Freaks finden und das müssen auch nicht zwei sein, das können auch 10 sein oder es können auch die Fans sein. Oder du, bewirbt euch doch jetzt einfach. Schreibt einfach mal eine Bewerbung an, ich möchte Wacken übernehmen.com. Die Wackenstiftung. Klar, also wir wollen natürlich, dass der Spirit erhalten bleibt und wir wollen Leute zusammenbringen und wir wollen Rock'n'Roll. Also das klingt toll. Ja, auch diese Wacken von der Stelle ist echt eine geile Scheiße. Ich muss dieses Loben echt mal loswerden an dieser Stelle. Das ist echt eine geile Scheiße, weil sie da immer so veranstaltet. Und die Internationalität. Grüße. Ich glaube, wir sind durch. Grüße in die Heimat. Ich mach sehr gut. Thomas geht ja ans Telefon. Mit Hämatom. Das finde ich schön und spannend. Und auch, da kannst du auch 2 Minuten dranbleiben, dann bin ich die Freaks auch los hier. Sag, du brauchst mich ganz dringend. Ja, sag, du brauchst mich ganz dringend, soll ich sagen. Also, um die Frage zu Ende zu machen von, ja. Ja. Wir sagen, möchten... ich brauche dich ganz dringend, dann darf ich hier endlich gehen. Es ist die Mama. Oh, scheiß Mensch, das gibt's doch nicht, Thomas. Ja, kommt mal wieder nach Husum und wir grillen. Oh, das ist ein Angebot, das ist ein Angebot. Ja, ich okay. So, wir werden's, oder? Ich hätte eine letzte Frage zum Schluss. Achso, nee, sorry, wir haben... Allerletzte Frage im Allgemeinen kommt immer am Schluss. Normalerweise schon. Hast du was gelernt, oder? Nein, pass auf, wir haben so eine kleine Playlist, zu diesem Podcast. Ja, und jeder darf sich da immer pro Woche einen Song wünschen. Sag mir einen Song, den wir auf diese Playlist packen sollen. Oh, Ain't Talking About Love. Habe ich heute wieder mal von Skyline gehört. Und dann denke ich doch immer wieder, dass ich ja auch mal Van Halen-Fan war. Ne? Alles klar. Ja. So, Hammer. Super Song. Auch in meiner Kindheit oft gehört. Geiles welchen Ding. Song packst du drauf? Naja, ich würde, nachdem gestern Sepultura gespielt habe, Chaos AD. Ja, Scheiße, okay. Ohne Scheiße. Ich wollte unbedingt diesen Song draufhauen. Tja, du hast erst mich gefragt, sorry. Okay, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Knorkator singt, glaube ich, morgen da, oder? Nee, am Samstag singt Knorkator. Ne? Packe ich von Knorkator Ultimative Mann. Auch großer Song. So, in diesem Sinne. Thomas, vielen Dank, hat tierisch Spaß gemacht. Ja. Tierisch Spaß. Also noch ein schönes Festival dir. Uns. Wenig Sinn, aber viel Spaß. Dort, und darum geht's doch im Leben, oder? Ja, klar. Machen wir jetzt noch ein Foto, oder? Unbedingt. Und Sebastian, du übernimmst? Ich übernehme natürlich. Das waren die Jungs von Hämatom hier bei mir im Studio, inklusive Thomas Jensen. Ich wirke euch jetzt ab, oder? Ja, wirke uns ab. Geil. Also, tschüss. War schön, wir gehen ich weiter. Ich bin der trinken. Mit der schönen Maske. Wir gehen zum Armenier und trinken jetzt weiter. Also wenn ihr jetzt live seid, Hämatom, mit Thomas gleich am Grill beim Armenier. Genau, wir machen weiter mit ciao. Access Heaven 7 Train. Viel Spaß. Das war der Hämatom-Beichtstuhl, der freakige Podcast der 4 Himmelsrichtungen. Jeden Mittwoch genau hier. Abonniert jetzt den Hämatom-YouTube-Channel, um keine Folge zu verpassen.